Einen wunderschönen und guten Morgen wünsche ich dir. Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir machen hier allgemeine Orakel, das bedeutet, sie können auf dich zutreffen, müssen sie aber auch nicht. Und du schaust das Video natürlich in eigener Verantwortung. Das bedeutet, du nimmst dir immer nur das mit, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und ja, ich hoffe, dass viel dabei ist natürlich. So, wir gucken mal, was hier heute so ansteht. Wir beginnen mit dem Seelenforscher-Orakel von Christine Lau und gucken mal rein, wohin die Reise so führt. Der Mondzyklus, das passt ja hervorragend. Alles kommt und geht zu seiner Zeit. Auch der stärkste und längste Regenguss macht irgendwann der Sonne Platz, die Meditation und die Frage, was wünschst du dir wirklich? Wir belassen es heute bei 4 Karten und die Rückseite sagt, es gibt keine Fehler in der Schöpfung. Hast du das Gefühl, dass dein Leben gerade im Schleudergang läuft? Ja, als ob du in der Waschmaschine bist und du da kräftig durchgeschleudert wirst, als ob alles zusammenfällt, zusammenbricht, in sich selber implodiert, dann ist es jetzt an der Zeit, etwas zu vollenden und etwas loszulassen. In die Akzeptanz zu gehen, hier auch in die weibliche Kraft zu gehen, zu sagen, ja, ich bin in dieser Venus-Energie, ich lasse die Dinge geschehen. Ich weiß nämlich, dass nichts falsch ist. Selbst wenn ich nicht da bin, wo ich hin möchte, selbst wenn ich gerade hier in meinen eigenen Tränen zu ertrinken drohen könnte, weiß ich, dass auch diese Zeit vorbeigeht. Zwei Sachen sind ganz sicher. Das ist zum einen die Veränderung und das andere, dass du irgendwann sterben wirst. Das sind diese zwei großen Wahrheiten, die uns keiner absprechen kann. Aber alles, was dazwischen passiert, ist eine spannende Reise. Ich empfange für jeden Tag eine Tagesenergiezahl. Und die Tagesenergiezahl für heute, den Freitag, den 23.06., war die 623. Und sie bedeutet, es ruckelt im Energiefeld, weil diese Veränderungen gerade stattfinden. Es heißt, wenn du dich niedergeschlagen, abgespannt, energielos, kraftlos fühlst, wenn du das Gefühl hast, am Boden zu liegen und nicht mehr weiter zu können, dann versuche das als meditative Übung anzusehen. Herumzusitzen und gar nichts zu tun und nichts zu denken, wird von vielen Leuten als das höchste Glück auf Erden verkauft. Ich persönlich sehe das nicht so, aber von Zeit zu Zeit ein bisschen innezuhalten kann nicht schaden. Also, wenn das Leben dir eine Zwangspause anbietet oder sagt, du musst jetzt hier die Füße stillhalten, weil es geht hier irgendwie nicht weiter, du kommst hier gerade vom Fleck nicht weg, dann ist das halt kein Fehler, sondern dieser Augenblick ist genauso, wie er sein soll, damit du irgendetwas lernen kannst, damit du irgendetwas empfangen kannst, damit du Visionen entwickeln kannst, Träume wahr werden lassen kannst. In diese Richtung geht es heute. Es kann aber gut sein, dass du dich wirklich niedergeschlagen oder depressiv fühlst und hier vielleicht auch das ein oder andere Tränchen heute zu vergießen hast. Das ist auch Venus-Energie. Spannungen werden über diese Tränen ausgeleitet. Ja, es ist nicht schlimm. Königin der Schwerter, diese Königin der Schwerter, die für Gedanken stehen, muss eventuell eine kluge Entscheidung treffen, ihre Ambitionen hinterfragen, ihre eigene Stärke wiederfinden und vor allen Dingen ihre eigene Wahrheit sprechen. Direkt danach haben wir die Königin der Kelche, die halt für Mitgefühl steht, für die Intuition, halt auch für diese weibliche Energie. Oha, wie viele Karten haben wir denn hier drunter heute? Viele, viele Karten, schauen wir mal. Wir nehmen das jetzt einfach so, es sind zwar viel zu viele, aber wir hangeln uns jetzt hier gerade einfach mal durch. Wir haben den Herrscher, den hatten wir jetzt auch gerade gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht so ganz sicher, an genau derselben Stelle. Es kommt in Bewegung, aber seht ihr das hier, die 5 Kelche, das Gefühl, einen Verlust erlitten zu haben, etwas in der Vergangenheit verloren zu haben, der Kummer, Herzschmerz, irgendwas, was dir einfach wirklich an die Substanz geht und es ist in Ordnung. Du hast die Möglichkeit, das zu nutzen, dich zu fragen, wohin deine Reise geht mit dem Wagen, der für eine Richtungsänderung stehen kann, für eine Entwicklung, für eine erfolgreiche Weiterentwicklung, für eine neue Reise.
Aber der Traumfänger erinnert dich dran, dass du wissen musst, was du möchtest. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist jeder Weg der falsche. Ich glaube, das kommt aus Alice im Wunderland, wo sich Alice mit der Grinsekatze unterhält und sie sie nach dem Weg fragt. Und die Grinsekatze sagt, gut, wenn du nicht weißt, wohin du willst, ist halt jeder Weg der falsche. Und genau darum geht es jetzt. Dann haben wir hier wieder die Gerechtigkeit auf Balance, etwas wird neu geordnet, hier findet Veränderung auf höchstem Niveau statt. Und auch wenn das jetzt gerade so aussieht, als ob alles richtig schlecht für dich läuft, als ob alles in die falsche Richtung läuft, als ob du einfach niedergestreckt wirst, dann liegt das daran, dass deine Energie von einem Energiefeld ins andere Energiefeld wechselt und dadurch eine neue Situation erst möglich macht. Diese Veränderung, die reinkommen möchte, hier auch mit den zwei Stäben, wo neue Pläne geschmiedet werden, wo eine Partnerschaft eingegangen wird, wo dein Einflussbereich auch verändert werden kann. Das wird jetzt neu geschrieben, ja, das ist, wird neu im Schöpfungsplan ausgearbeitet. Du wirst merken, dass es in die Akzeptanz geht, dass du dich weiterentwickeln darfst. Vielleicht ist es sogar ein Stirb- und Werdeprozess. Es ist ein bisschen so, als ob das alte Haus abbrennen müsste, damit du auf der Asche davon ein neues Fundament für etwas ganz Neues errichten kannst. Es hört sich jetzt drastisch an, aber es ist nur ein Bild, das mir gerade reingekommen ist. Ja, es ist eine Impression und kein Ratschlag. Finde die Möglichkeit, etwas Altes wirklich hinter dir zu lassen und dann zu sagen, okay, das ist mein Standpunkt, hier bin ich jetzt und ich weiß vielleicht nicht, wie es jetzt an diesem Punkt gerade weitergeht, aber ich bin bereit, das Universum machen zu lassen. Ich bin bereit, hier diese Entwicklung freudig zu gestalten. Ich bin bereit, daran zu glauben, dass das alles zu meinem guten Ausgang beiträgt, dass diese Veränderungen, die ich jetzt erfahre, einen positiven Einfluss haben auf mich, auf mein spirituelles Erwachen, auf meine Selbstliebe oder Selbstakzeptanz. Und ich werde kluge Entscheidungen treffen, diese Situation für mich gewinnbringend, transformierend zu nutzen. Wir nehmen noch mal eine Abschlusskarte. Wir haben ja heute noch nicht genug Karten. Nehmen wir noch eine Abschlusskarte. Aus dem Orakel, ich weiß gerade gar nicht, wie es ist. Es ist das Orakel der himmlischen Fülle. Und aus dem Orakel der himmlischen Fülle nehmen wir jetzt noch eine Abschlusskarte für heute und gucken mal, was da so kommen mag. So, gucken wir mal, welche Zusatzbotschaft darf ich meinen Zuschauern hier geben? Dankeschön. Ersparnisse. Indem du kontinuierlich für deine Zukunft sparst, rettest du sie. Du tust deinem zukünftigen Selbst einen großen Gefallen, wenn du in der Gegenwart regelmäßig Geld beiseite legst. Dies ist ein Teil deiner Selbstfürsorge und eine Möglichkeit, dich sicher zu fühlen, während du dich auf deine Lebensaufgabe fokussierst. Okay, also falls du die Möglichkeit hast, in den Zeiten, wo wir heute sind, dir etwas beiseite zu legen, dann tu das gerne. Ich würde es jetzt aber ganz persönlich auch auf die emotionale Ebene gerne herunterbringen. Ich habe das Gefühl, dass du auch von deinen positiven und guten Erfahrungen im Hier und Jetzt in Zukunft zehren kannst. Umso glücklicher du im Hier und Jetzt bist, umso glücklicher deine Einstellung ist zu all dem, was du bereits hast, wofür du dankbar sein kannst, was bereits da ist, umso mehr wird deine Zukunft davon profitieren, dass du dich selber auf diese entspannte Ebene gebracht hast. Man könnte vielleicht auch sagen, indem du deine Vibrationen jetzt erhöhst und dann höher schwingst, umso besser wirst du dann in Zukunft Dinge anziehen, die sich dann halt positiv auswirken. Wie auch immer du das formulieren möchtest, sorge dafür, dass du nicht in diesem Jammertal stecken bleibst, sondern dass du einen kreativen Weg findest, deine jetzigen Gefühle, auch wenn sie vielleicht sich anstrengend anfühlen oder depressiv, gewinnbringend für dich nutzt. Lass alles abregnen, was hier nicht mehr zu dir gehört, was nicht mehr richtig, passend und stimmig ist, was dich mit der Vergangenheit verknüpft, aber nicht mit deiner Zukunft. Und versuche im Hier und Jetzt ein gutes Fundament zu legen für das, was deiner Wunscherfüllung entspricht.
Schmiede neue Pläne, alleine oder mit jemand anderem. Sorge dafür, dass du auch zwischen Tun und Sein ein gutes Maß findest. Ja, du musst nicht immer nur schaffen und schaffen und schaffen, um etwas für die Zukunft zu generieren, sondern du darfst deine Aufmerksamkeit auch wirklich wieder zurückziehen ins Hier und Jetzt und dadurch dazu beitragen, dass du dass du Mitschöpfer bist, ein Mitschöpfer deiner eigenen Zukunft wirst. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Das triggert den Algorithmus und sorgt dafür, dass noch mehr Leute hier zu mir kommen. Wenn du meine kostenlose Arbeit unterstützen möchtest, hast du die Möglichkeit dazu, das per PayPal zu tun oder per Überweisung. Oder du buchst eine Kartenlegung bei mir, falls du in deine ganz persönliche Situation reinschauen möchtest. Die Links und Weiterleitung und Erklärung dazu findest du alle unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt ins Wochenende. Ich wünsche dir alles Gute, gehab dich wohl und bis morgen. Ciao.